Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute stelle ich dir das Gerbergator Premium Folder Messer vor, das ich auf dem Westweg dabei hatte. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist das Messer im zugeklappten Zustand und das hier ist die Lederscheide, die man an den Gürtel machen kann. Ich persönlich trage nicht so oft ein Messer mit Scheide, nur ab und zu mal, weil ich hier eine Tasche aufgesetzt auf meinem Ärmel habe, wo ich dann immer meine Messer drin trage. Ja, und damit wir das Gerber gut vergleichen können, habe ich noch ein anderes Messer, das ich auch relativ oft trage, und zwar das Ganzo G729. Und wir werden mal gucken, wie sich das Gerber gegenüber dem schlägt, beziehungsweise was besser, was schlechter ist. Und dann natürlich auch, ob der Preis dafür dann gerechtfertigt ist, weil der ist ein Ticken höher. So, das hier ist das Gerbergator Premium Folder. Geht mit einer Hand auf. Ist also nicht § 42a konform. An sowas müsst ihr natürlich immer denken. Hier hinten haben wir das Locksystem zum Einklappen. So, und auf halber bleibt es nochmal so stehen und dann drückt man es erst runter. Ja, die Klingenform finde ich besonders schön, auch so schön spitz zulaufend. Es ist relativ schneidfreudig, muss ich sagen, also ein guter Performer, wie man sagt. Die Schärfe hält relativ lange, also ich musste es bis jetzt noch nicht einmal nachschärfen. Rasierschärfe ist es jetzt natürlich nicht mehr. Ja, der Stahl ist ein S30V Stahl. Ja, das ist der Griff. Der ist relativ massiv, muss ich sagen. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Der fühlt sich auch top an. Hat hier so eine ganz spezielle Art der Riffelung. Hier überall und hier, das ist angeraut, das ganze Material. Also absolut rutschfest. Ich bin damit noch nie irgendwie abgerutscht oder sonst irgendwie. Hier vorne kann man auch richtig schön den Daumen auflegen. Hier sehen wir nochmal das Gerber-Logo. Hier hinten haben wir eine kleine Öse, da könnte man ein Lanyard durchtun, wenn man das denn möchte. Die Klinge ist ungefähr ja, 9 cm lang, bis zu dem Ring hier oben sind es bei mir immer 12. Das ganze Messer ist insgesamt 22 cm lang. Das hier ist die Lederscheide mit so einem kleinen Clip hier oben, also richtig Vollleder, fühlt sich auch meiner Meinung nach gut an. Hier hinten haben wir eine relativ dicke Schlaufe, um es an jedem Gürtel befestigen zu können. Insgesamt würde ich sagen, wiegt das Messer so knapp seine 150 Gramm. Also ist schon ein bisschen klopper, ist auch ein bisschen widerstandsfähiger. Hier mal zum Vergleich. Mein Ganzo Arbeitsmesser hat ungefähr eine ähnliche Größe, auch eine ähnliche Klingenlänge, ähnliche Farbe. Also mit dem wird sich das Gator Premium dann gleich messen müssen. So, nach den technischen Details kommen wir dann ein bisschen mehr dazu, dass ich euch ein bisschen erzähle, wie sich das Messer so geschlagen hat. Also ich muss sagen, das Messer gefällt mir vor allen Dingen wegen dem Griff, wegen der Schnitthaltigkeit und allgemein wegen der robusten Verarbeitung und auch einfach diesem saftigen Klickmechanismus ohne Spiel und sonst irgendwas. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Ich muss auch sagen, tatsächlich, ich habe damit sogar ein bisschen leichtes Batonen gemacht. Kein Wackeln, kein gar nichts, hat dem Messer überhaupt nichts aufgemacht. Hier oben ist nämlich eine relativ gerade Kante, da kann man draufhauen. Jetzt nicht zum Hackklötze spalten, ja, aber für kleinere Stöcke reicht das auch. Schnitzen tut es auch sehr gut, kochen sowieso. Also Zwiebeln schneiden etc. Ja, aber Alvo, was kostet denn dieses Messer? Dieses Messer kostet um und bei 100 Euro. Ist erstmal eine Ansage für ein Klappmesser, finde ich. Vor allen Dingen eins, das man im häufigen Gebrauch haben möchte, bei dem man Angst haben könnte, dass man es verliert oder es kaputt geht. Also kaputt gehen wird es vermutlich nicht. Verlieren ist ein Klopper. Also klar, ich weiß nicht, wie ihr auf eure Sachen aufpasst, aber verlieren tut man es eigentlich jetzt auch nicht besonders. Und man könnte noch ein Lanyard mit Farbe hier dran machen, damit man, falls mal runterfällt, man es noch besser sehen kann. Irgendwie so ein Neon, Gelb-Rot, irgendwas Ton. Ich weiß ja nicht. Ich habe ja zum Beispiel auch Paracord immer an meinem Zelt dran mit Reflektoren. Das heißt, wenn man aus 50 Metern leuchtet, dann sieht man das ohne Ende, weil es halt reflektiert. Und sowas könnte man dann halt auch zum Beispiel dran machen, dass man in der Nacht einfach nur auf den Boden leuchten müsste und sofort würden die Reflektoren hochkommen. Also, wenn wir diese beiden Messer jetzt betrachten, das eine kostet um die 100 Euro, das andere, das Ganzo, kostet um die 20, ich glaube, ich habe es für 16 bekommen. Erstens,
der Herstellungsort. Das hier ist komplett made in USA Portland gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie sich einzelne Teile liefern lassen oder sonst irgendwas, aber ich habe mich auch informiert, die Lederscheide auch komplett in Handarbeit. Da ist das Ganze halt komplett anders, dass ja auch nur ein Spyderco-Nachbau ist, wie ich mir habe sagen lassen. Da kann man halt nicht überprüfen, wie die Arbeitsbedingungen sind und solche Geschichten. Kommen wir aber zum Wichtigsten an einem Messer, und das ist immer der Stahl und die Schnitthaltigkeit. Ich muss sagen, das Ganze schlägt sich mit der Schnitthaltigkeit nicht so gut wie das Gator Premium Folder. Das hier ist jetzt zwar nicht mehr wirklich rasiermesserscharf, aber es ist immer noch ordentlich scharf und es hält, schneidet immer noch relativ gut. Auch nach jetzt über 2 Wochen in Dauerbenutzung morgens und abends. Er wirkt auch ein bisschen stabiler und fester, muss ich sagen, wenn man damit arbeitet. Ja, das nächste ist der Schließmechanismus. Der ist so gut beim Gator Premium, dass da nichts wackelt, kein bisschen, selbst obwohl ich das schon mal zum Batonen benutzt habe, wackelt nichts und es ist richtig befriedigend, wie das einrastet. Also man hört das auch richtig. Der Schließmechanismus bei dem hier ist nicht schlecht, aber hier oben wackelt es schon ein bisschen. Das kann man nachziehen. Und ja, da klackt nichts so saftig. Man hört hier und da mal so ein bisschen, ja, knirschen fast. Also da auf jeden Fall auch besser, würde ich sagen. Dann über den Griff brauche ich gar nicht viel sagen, weil ich bin verliebt in den Griff von dem Gator Premium. Es fühlt sich einfach toll an, auch wenn der Griff sehr massiv ist. Ist vielleicht nicht für jeden was, muss jeder selbst entscheiden. Aber der liegt so perfekt in meiner Hand und so rutschfest. Besser geht's nicht. Kann man fast nicht besser machen. Und da sind diese ganz standardmäßigen, wenn auch angerauten Kunststoffschalen natürlich kein Vergleich. Ja, das waren die wichtigsten Punkte der beiden Messer. Jeder muss jetzt natürlich selber für sich entscheiden, ob er 100 Euro für ein Messer ausgeben möchte. Ich bin halt allgemein Liebhaber von Macheten, Äxten, Messern, deshalb würde ich das ausgeben. Aber wenn jemand sagt, nee, mir sind die ganzen Punkte, die besser sind, die ich gerade aufgezählt habe vom Gator Premium, nicht so wichtig. Ich will einfach nur ein Standardmesser haben, irgendwas, ja, wie ein Küchenmesser, was ich halt mal so dabei haben kann. Dann reicht halt auch so ein ganz normales 20-Euro-Klappmesser. Wer aber ein bisschen mehr Wert auf Qualität, Komfort, Schnitthaltigkeit legt, der kann auch mal 100 Euro für das Messer hier ausgeben, würde ich sagen. Das ist schon vernünftig. Was mir nicht ganz so gut gefällt, das muss ich nämlich auch einfach sagen, ist, mit dem Messer ist super einfach. Mit dem Messer nicht. Das liegt an der Größe der Öffnung. Hier kommt man nur ganz, nicht schwer, aber ein bisschen umständlicher rein als hier in so ein großes Loch. Das heißt, die Leichtigkeit, es zu öffnen mit einer Hand, ist mit so einem Messer viel einfacher als mit dem. Und das ist auch somit der einzige Negativpunkt, den ich habe, dass man das einfach nicht so gut mit einer Hand aufkriegt. Man kriegt es trotzdem auf. Ja? Ein bisschen Übung und so weiter, dann geht das irgendwann. Es ist aber nicht so geil zum Rumspielen, wie es bei dem ist. Ja, und selbst jetzt nach über 2 Wochen in Dauerbenutzung auf Westweg und Bushcraft Tour, immer noch schnitthaltig, immer noch vernünftig zum Schnitzen. Ja, fantastisch. Ja, alles klar, das war das Gerber Gator Premium Folder. Ein schönes Einhandtaschenmesser, auch mit einer Hand zu öffnen, das sich durch einen tollen Griff und eine große Schnitthaltigkeit einfach auszeichnet. Jeder muss selber wissen, wie viel er für ein Messer ausgeben möchte, das überlasse ich euch. Aber ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dem Video, und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn das hilft mir immer, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.